Fußballfans nach dem Spiel hier in Belgrad. Bedanke mich aber vorab auch schon mal für die Gastfreundlichkeit hier und den Empfang. War wirklich schön. Hätten uns natürlich gewünscht, hier mit Fans zu spielen und das auch zu erleben, aber war auch so ein toller Tag. Und hier oben begrüße ich unseren Chefcoach Sebastian Hoeneß und würde direkt bitten, dich mit einem Statement zum Spiel anzufangen. Pozdravljamo sve prisutne i za gostoprimstvo u Beogradu koje smo imali jako lepo. Naravno, bilo bi lepše da smo igrali sa publikom, ali i ovako je bio lep dan, lepa utakmica. Pa sad dajem reč glavnom treneru Sebastianu Hoeneßu. Ja, vielen Dank. Ja, ich denke, die Geschichte der ersten Halbzeit ist relativ schnell erzählt. Ich glaube, dass wir es auf der einen Seite geschafft haben, den Gegner gut von unserem Tor wegzuhalten. Wir haben keine einzige Großchance zugelassen, ich glaube nur einen Schuss. Aber auch auf der anderen Seite konnten wir selber keine Großchancen kreieren. Wir waren ein wenig zu ungenau, ein wenig zu fahrig im letzten Drittel. Sind eigentlich selber gut ins letzte Drittel gekommen und haben dort dann einfach die letzte Konsequenz und Genauigkeit vermissen lassen. Ein oder andere Überzahlsituation auch nicht gut ausgespielt, sodass wir dann am Ende ja, mit dem 0-0 in die Halbzeitpause gegangen sind, haben dann einen Wechsel vorgenommen und waren dann allgemein in der zweiten Halbzeit einfach zielstrebiger. Haben dadurch dann auch mehr Torraumszenen kreiert, auch die ein oder andere gefährliche Situation kreiert, die dann doch am Ende nicht zum erhofften Torerfolg geführt hat. Ja, nichtsdestotrotz sind wir jetzt am Ende einfach ja, froh über den Gruppensieg. Das war natürlich das Hauptziel heute. Ja, und fahren jetzt nach Hause und werden uns dann regenerieren und wieder neu vorbereiten. Prvo poluvreme je u suštini jako brzo ispričano. Imali smo kontrolu nad utakmicom, kontrolu na terenu, ali isto tako naš protivnik nije uspeo da stvori ni jednu veliku priliku. Doduše nismo stvorili ni mi ni jednu ozbiljnu priliku, naročito zato što smo na poslednjoj trećini terena bili neprecizni i nismo uspeli da stvorimo neke prilike koje su nam se ukazivali. Tako da je na kraju bilo 0-0. Sada što se tiče drugog poluvremena, tu smo napravili promenu i nakon te promene jesmo bili konkretniji. Uspeli smo čak i da stvorimo nekoliko opasnih prilika, ali na kraju krajeva sa ovim nerešenim rezultatom možemo da budemo zadovoljni jer smo ostvarili prvo mesto u grupi. Dann darf ich noch eine Frage stellen für die heimischen Journalisten und zwar die Mannschaft von Roter Stern hat hinten defensiv gut gestanden und wurde abgesichert von einem richtig starken Torwart. Wie hast du die Leistung gesehen, der doch mit einigen Paraden hier aufgefallen ist? Pitanje je, što se tiče domaćeg tima, Zvezda je jako dobro igrala u odbrani sa veoma jakim golmanom, pa je bilo pitanje upućeno Sebastianu Hoeneßu. Kako ste vi videli učinak Zvezde i kako je odigrala Zvezda? Ja, ich denke, dass er auf jeden Fall seinen Teil dazu beigetragen hat oder einen großen Anteil daran hatte, dass das Spiel am Ende auch 0-0 ausgeht. Ich kenne ihn auch schon aus seinen Champions-League-Auftritten in den letzten Jahren. Das ist ein sehr, ja, sehr guter Torhüter, der ja, auch ein Gesicht der Mannschaft ist. Svakako, Boren, Golman Boren, jeste dao velik doprinos za ovaj rezultat. Takođe ga poznajem i po njegovim utakmicama koje je branio u Ligi šampiona, tamo je već pokazao da je odličan golman i njegov doprinos ovom rezultatu svakako jeste veliki. Dann vielen Dank soweit. Wir wünschen Roter Stern noch viel Erfolg weiterhin im Wettbewerb und für uns geht's weiter in der Bundesliga am Montag gegen Augsburg. Vielen Dank. Zahvaljuje se eto, nove konferenciji, želi Zvezdi mnogo uspeha u daljem toku sezone. Hoffenheim već čeka utakmicu u Bundesligi protiv Augsburga. Danke. Danke. Ciao. Bye bye. Ciao.